Ohne Handy aus der Tür gehen, fühlt sich an wie das Haus ohne Hose verlassen? Das Smartphone begleitet viele von uns morgens bis abends. Siri, Alexa und Co. wecken uns. Und in der Nacht hält uns der Gruppenchat mit den besten FreundInnen manchmal doch ein bisschen länger wach als eigentlich geplant. Durch diesen Alltag begleitet uns nicht nur das Smartphone, sondern auch künstliche Intelligenz. Wenn wir zum Beispiel beim Frühstück durch unseren Social-Media-Feed scrollen, bestimmen Verfahren der künstlichen Intelligenz oder kurz KI-Verfahren, welche Inhalte wir in welcher Reihenfolge sehen, welche Tipps, Empfehlungen und Vorschläge wir bekommen oder welche Werbung uns angezeigt wird. Wir erhalten einen personalisierten Newsfeed. Die Grundlage dafür sind unsere Daten. Was klicken wir an? Wem folgen wir? Welche Standorte geben wir preis? Je mehr Daten das KI-Programm über uns sammelt und auswertet, desto passender sollten die Inhalte sein. Bevor die KI-Anwendung das kann, durchläuft sie eine Trainingsphase. EntwicklerInnen stellen ihr große Datenmengen zur Verfügung und bestimmen Ziele, die die KI-Anwendung erreichen soll. Diese Methode nennt sich maschinelles Lernen. Die KI-Anwendung sucht dann in den Daten nach Mustern und leitet daraus einen Lösungsweg ab. Klingt praktisch. Gibt's das auch für Mathe? Erst nach der Trainingsphase sorgt die KI-Anwendung dafür, dass wir unseren personalisierten Newsfeed angezeigt bekommen. Wir sehen die Posts der FreundInnen ganz oben, deren Inhalte wir am häufigsten liken oder kommentieren. Wir bekommen Produkte und Dienstleistungen angezeigt, die den Interessen entsprechen, die aus unseren Klicks abgeleitet wurden. Oft ist da tatsächlich etwas dabei, das uns interessiert. Manchmal liegen die KI-Anwendungen aber auch richtig daneben. Nur weil wir für ein Referat zu Mozart recherchiert haben, interessieren wir uns noch lange nicht für die klassischen Konzerte in unserem Heimatort. Auf jeden Fall sind KI-Verfahren aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Ein bisschen so wie die Hose.